Heute wollen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus dem New England Journal vorstellen zum perioperativen Rosuvastatin bei herzchirurgischen Eingriffen. Komplikationen nach herzchirurgischen Eingriffen sind häufig und führen zu einer substanziell erhöhten Morbidität und Mortalität. Meta-Analysen kleiner randomisierter Studien zeigten, dass die perioperative Gabe von Statinen diese Komplikationen verhindern können. Die Statin Therapy in Cardiac Surgery, STIX-Studie, ist eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie und untersucht daher den Einfluss der perioperativen Gabe von Statinen auf die postoperative Komorbidität. Es wurden Patienten über 18 Jahre eingeschlossen, Patienten, die für eine elektive Bypass-Operation oder einen elektiven Aortenklappenersatz geplant wurden. Sie mussten sich im Sinusrhythmus befinden und es dürften keine Antiarrhythmika verabreicht werden, ausgenommen eine Beta-Blocker-Therapie. Die laufende Statintherapie wurde gestoppt und es wurde dann die Randomisierung vorgenommen, Rosuvastatin 20 Milligramm versus Placebo bis 8 Tage vor dem Eingriff und die Studienmedikation wurde dann bis zu 5 Tage nach dem Eingriff weiter verabreicht. Es wurden 2 präspezifizierte koprimäre Endpunkte festgelegt. Zum einen postoperatives Vorflimmern, welches durch ein kontinuierliches Holter-EKG detektiert wurde. Und zum zweiten der postoperative Myokardschaden, der anhand der Troponinfreisetzung erfasst wurde bis Tag 5. Zwischen 2011 und 2013 erfüllten 2721 Patienten die Einschlusskriterien. Davon wurden 1922 Patienten eingeschlossen. 87% der Patienten wurden einem Bypass zugeführt, 10% erhielten einen Aortenklappenersatz und 1% andere Eingriffe. Hier nun der erste koprimäre Endpunkt, das postoperative Vorflimmern. Es zeigte sich kein Unterschied in der Inzidenz des postoperativen Vorflimmerns zwischen der Rosuvastatin-Gruppe und der Placebo-Gruppe, 21% und 20%. Auf diesem Seher sehen Sie den zweiten koprimären Endpunkt, den postoperativen Myokardschaden. Hier zeigte sich in der Kinetik der Freisetzung des Troponins kein Unterschied zwischen Rosuvastatin und Placebo. 48 Stunden nach dem Eingriff waren die Kreatininwerte in der Rosuvastatin-Gruppe signifikant höher. Auch der Anteil des akuten Nierenschadens nach 48 Stunden war in der Rosuvastatin-Gruppe signifikant höher. Jeder Schaden in der Rosuvastatin-Gruppe 24,7% versus 19,3% in der Placebo-Gruppe. Die Autoren schlussfolgern, perioperative Statintherapie ist ohne Einfluss auf postoperatives Vorflimmern oder Myokardschaden. Kein Einfluss auf postoperative linksventrikuläre Funktion, kein Einfluss auf Major Adverse Cardiac Events durch Rosuvastatin. Allerdings in der Rosuvastatin-Gruppe kam es zu häufiger auftretenden Nierenschäden. Weitere Ergebnisse können Sie in der aktuellen Publikation im New England Journal nachlesen.